Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge von Let's Play Evoland 2. Mein Name ist Alex C. Fenris und jetzt wird geschlafen, so scheint es. Welches von diesen Betten ist meins? Keine Ahnung. Der schläft im Stehen. Gut, ein neuer Tag beginnt. Neuer Job. Childcare. Yes. Try not to go crazy. Das wird interessant. Job. I'm free. Ich ahne Böses. Let's play hide and seek. Oh shit. Die Frage ist, sind die auch in den Häusern oder... laufen die jetzt da irgendwo in der Gegend rum. Geld! Ich bin reich! Na, fast. Oh. Ich glaube, da habe ich den ersten. Und den zweiten. Gibt ja nicht allzu viele Möglichkeiten, sich zu verstecken hier in dieser Stadt, hätte ich fast gesagt. So. Drei gefunden. Da ist einer im Hinterhof vom Inn. Den schnappe ich mir dann als letztes. Weil als letztes ist es gut, einer. Einer fehlt mir ja quasi. Vielleicht in einem der Häuser. Nope. Bei Wok Donalds?
Nope. Wir gehen langsam ein bisschen die Optionen aus. Muss in einem der Häuser sein. Zumindest nicht in diesem. Ha, im Shop. Ja. Da muss ich ihm recht geben. Er hatte tatsächlich das beste Versteck gehabt. Gut, dann... Oh, wird schon dunkel. Es wird so dunkel, dass der Gamma-Wert reduziert wird. Damit es aussieht, es wäre dunkel. Yay. So. Was haben wir hier? Made. Jetzt gehen wir mal in die Villa von diesen Rich Fags. Finds this treasure in a safe in the house. Not even if you bring me my favorite candy. Blablabla, okay. Mit wem muss ich hier reden? Wahrscheinlich mit der hier, oder? Ja. Was gibt's denn Schönes zu, als Kleidung? Oh nein. What the heck is this getup? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier rausgehe und versuche in der Bar den Typen anzuquatschen? Hey, ich habe die Uniform noch an. Mal schauen, was passiert. Ich bin mal gespannt. Ich bin das Mädel aus deinen Träumen. The sumptuous embroidery on black velvet. It's you, my angel. Oh, how I've longed to see you. In vain I search for you at the bottom of every bottle and every tavern around. And now my efforts have finally paid off. Here, a gift I've held on to for a long while. For you! You got candy that's been licked. Thank you. I'm just saying, miracles do happen. Wow.
Hat sich das gelohnt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht werden wir es nie herausfinden. Lucky Charm in my safe. My favorite candy. Da haben wir's. Lucky Charm. Blablabla. Ist ja gut. Und jetzt? My husband has fallen asleep. Very good, you have done well. Now on to more serious matters. Why do you think I need you? Servant aperitif? Of course not. I have Maria for that. Why do you think I need you? Clean up the house? Of course not. I have Maria for that. Why do you think I need to look after the children? Of course not! I have Maria for that. Ah, I shouldn't be surprised. You do seem to be quite simple-minded. You don't even know that the primary task of men is to spread gossip. Should be obvious. Rumor mongers are claiming that the game Be a Millionaire, which my husband has won several times, is rigged. We must quash these rumors quickly. I to do so is to spread a counter rumor with my case. I'm going to spread the rumor in the city immediately. On how many people will you convince? Okay, also so viele Leute wie möglich anquatschen. Shit, genau den falschen NPC dafür angesprochen. Ah. Shit. Schauen, ob ich das innen noch abgehandelt krieg hier. Ah. Thank you.
Ah, yes. Ich glaube, das hat funktioniert. Yay, Kohle. Der schläft nur weiter, oder? Ja. Oder bin ich hier durch? Ja. Oh, wait. Want to play Be a Millionaire? 10G. Want to learn the rules? There are 9 cards on the table. You have to turn them over 2 at a time without landing on the death card. How much you win is based on the amount of pairs you turn over. If you manage to turn over all 4, bingo. You win 1 million G. Want to learn the rules? I see that you have Mr. Delamere's lucky charm. Will you leave it with me and do the usual routine? Yes. Ah, damn it. Huh. And we have a winner! Congratulations, you just became a millionaire. Oh. Jetzt haben wir wieder in etwa das, die Menge, die wir vorher auch hatten. Gut, haben wir das erledigt. So, ich glaube, jetzt können wir das endlich... Ah, der Schlüssel. Loyalty Badge. Was? Treupunktekarte oder wie? Oh, bitte nicht. Bitte lass den Typ nicht noch öfter auftauchen hier als unbedingt notwendig. Gut. Also geht's jetzt wieder in die Kanalisation. Ernsthaft? Super Mario, alles klar. Oh. Und da ist mein Geld wieder. Oh.
Und wir sind draußen. Wir sind frei. Wir sind frei. What do we do now? Kill mobs and gain XP. No way. We can farm mobs later. Now what do you say? Follow... Look for Megalith? Of course. That's it. Excellent idea. Somehow connect to the Megalith. The Muggy. Need to hurry. My father's going to worry. If the Megalith doth allow us to time travel, he's not even born yet. Ah! Oh! Gut, also ab nach Norden. Los geht's, Super Mario. Es sei denn, hier ist noch irgendwas versteckt, was ich mit... Nee, kann ich nicht. Gut. Und mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, können wir diese Episode auch wieder... Kann ich speichern? Ich würde gerne speichern. Okay, es wurde gespeichert. So. Wir sind raus. Ich bin raus. Das war's von mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Alex C. Fenris. Das ist Let's Play Evoland 2. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut da rein. Macht's gut. Tschüss.